Falls du es noch nicht getan hast, melde dich doch noch bei Wikisana an. Danke. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute eine Sendung produziert mit einem Überraschungsgast. Die Frau Dr. Ute Meck war heute da. Sie ist eine Patientin, sie hat CI und sie hat sich heute echt geopfert, innerhalb der Sendung ihre Weisheiten, ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit ihrer Krankheit Ihnen darzustellen. Sie ist unmittelbar nach der Sendung zusammengebrochen, ist jetzt noch hinten im Bett unter ärztlicher Versorgung. Aber aus Respekt davor möchte ich Sie einfach bitten, dass diese Sendung bitte auch bis zu Ende genutzt wird, gewertschätzt wird oder auch geschaut wird und verteilt wird an andere Menschen, die an dieser Krankheit leiden. Denn sie hat wirklich alles gegeben und ist restlos leer. Ich habe das so in dieser Art und Weise leider auch noch nie erlebt. Tut einem richtig weh, sowas zu sehen. Aber trotzdem hat sie es gemacht für die Menschen, die es wirklich nötig haben. Und daher mein allergrößten Respekt an diese Dame, dass sie das gemacht hat. Und ich danke Ihnen für die Wertschätzung, diese Sendung auch wirklich bis zu Ende zu schauen. Besten Dank. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Und heute haben wir eine ganz besondere Sendung vor. Ich habe nämlich einen Gast hier, der sich wunderbar auskennt im Bereich der IHHT, Intervall-Hyper-Hypo-Oxid-Therapie. Und in diesem Zusammenhang hat er schon sehr viele Patienten im Bereich der Erschöpfungssyndromen behandelt. Er kommt ehemals aus Russland, ist aus der russischen Forschung herausgekommen, hat das Gerät wesentlich geprägt und mit auch nach Europa getragen. Es ist heute da der Arzt Arkadi Prokopov und ich freue mich sehr, gleich diese Sendung mit ihm machen zu dürfen. Bleiben Sie dran, nach dem Intro legen wir los. So, und da sind wir wieder zurück und jetzt möchte ich Ihnen einen Gast auch zeigen, der sehr vieles weiß über diese ganz spezielle Krankheit namens ME. Wie man sich das genau ausspricht, sagt er mir selber. Da ist er nämlich, Arkadi, ganz herzlich willkommen hier im Studio. Danke, danke Alexander für die Einladung. Sehr gern. Ja, heute ich will erzählen über dieses bis jetzt ein bisschen mysteriöse Problem. Die hat eigentlich den Namen, bekannten Namen chronische Fatigue-Syndrom, chronisches Müdigkeitssyndrom auf Deutsch. Aber der wissenschaftliche Name heißt Myalgic Encephalomyelitis. Und das bedeutet, eigentlich bedeutet, dass es ist Komponent von Entzündung im Gehirn. Tatsächlich? Ja, bei diesen Patienten, man findet bei MRT, bei Magnetresonanzimaging, findet verschiedene Bereiche im Gehirn, die sind chronisch entzündet. Und diese chronische Entzündung natürlich hat ausgeprägte Auswirkungen an alle Prozesse, die das Gehirn steuert. Und das bedeutet natürlich nicht nur Möglichkeiten zu denken, analysieren, auch sehr viele vegetative Funktionen, weil Gehirn ist auch verantwortlich für Steuerung von mehreren metabolischen Prozessen, auch bei Herzfunktion. Bei ich dachte immer, Hirnentzündungen heißt Meningitis, oder wie heißt diese Entzündung? Ja, es gibt verschiedene Varianten von Entzündung vom Gehirn. Und die akute Entzündungen zum Beispiel heißt es Meningitis, ja, oder Enzephalitis. Normalerweise das sind mit Infektionen zu tun oder mit Viren oder mit Parasiten. Aber Myalgic Encephalomyelitis ist doch hat andere Merkmale. Es ist eine Low-Grade Inflammation, so nicht akute, aber am Anfang kann es fängt an als eine kleine Entzündung und der verbreitet sich langsam. Aber warum? Warum? Woher kommt die Entzündung? Woher kommt diese Entzündung? Man versteht heute, dass es gibt verschiedene Faktoren. Es gibt bestimmte Veranlagung, genetische Veranlagung, besonders die bestimmte Varianten von mitochondrialen DNS, weil einige Mitochondrien sind eigentlich, sie sind gut in einem gesunden Zustand, aber nach
eine Provokation nach einer viralen Infektion, die werden abgeschwacht und dann solche Mitochondrien können nicht mehr genug Energie produzieren und das automatisch begünstigt Verbreitung der Viren. Mhm. Ja? Und die Viren, die zum Beispiel, wir haben übrigens in unserem Gehirn ungefähr Dutzende von verschiedenen Viren und Bakterien. Es klingt komisch, ja, wie kann das sein, unser Gehirn ist so gut geschützt. Aber eine genaue Analyse zeigt, dass wir haben viele Infektionen in unserem Gehirn, auch bei gesunden Leuten. Bis zu 80% aller Menschen sind infiziert mit Herpesvirus, der lebt im Gehirn. Ja, ja. Dann Epstein-Barr-Virus, auch ungefähr 70%. Dann die Parasiten wie Toxoplasma gondii, auch mehr als 60% infiziert sind. Und Menschen, die fühlen sich gesund, die haben eigentlich, die haben diese Parasiten im Gehirn, aber die haben keine Symptome. Die Menschen, die haben abgeschwachte Immunsystem im Gehirn, ja, und diese Abschwachung kommt auch von mitochondrialer Veranlagung und auch von toxischer Belastung, vom Umwelt. Wir haben zu viel Schwermetalle, wir haben phosphororganische Pestizide, kommt alles mit Essen, mit Wasser und es macht schwach unser gesamtes Immunsystem und die, im Gehirn, wir haben ein so proprior Immunsystem, sogenannte Mikroglia, Mikrogliazellen. Und Mikrogliazellen dann spielen verrückt, die produzieren Entzündung, systemische Entzündung, und diese Entzündung stört Kommunikation zwischen Neuronen. Und so, dann entsteht sogenannte Brain Fog, so ein Nebel im Kopf. Die Patienten können sich nicht, normale Funktionen, die können nicht verwirklichen, die verlieren manchmal Orientierung, können nicht richtig lesen, verstehen, ja. Und auch das Schlimmste, dass die, die haben einfach zu wenig Energie. Ich glaube, da gehen wir noch in die Tiefe rein. Aber was ich gelesen habe, ist, dass etwa 100.000 Menschen in Deutschland jetzt alleine eigentlich mit dieser Krankheit in Verbundenheit sind. Aber die Frage ist, werden die alle richtig behandelt oder ist hier medizinisch gesehen noch ein Vakuum da an Wissen? Ja, leider bis jetzt diese Probleme ist nicht so tief anerkannt in normale, sozusagen normale ärztliche Bereich, weil nur Ärzte haben einfach keine. Das Problem ist, dass wir haben bis jetzt keine richtigen Instrumente, wir haben keine richtigen Technologien, diese Patienten zu helfen. Es sieht so aus, ja, denn die Wahrheit, hypoxisches Training kann helfen. Und die, solche Patienten dann wandern vom Arzt zum Arzt. Die Ärzte verschreiben ja Exercising, ja, so körperliche Training. Und es ist strikt kontraindiziert. In, zum Beispiel in den United States und in Kanada, in Leitlinien, es steht schon dann bei MM, Myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, kaum körperliche Training, kaum körperliche Belastung, weil es verschlimmert Zustand und produziert also Kollaps. Die Patienten dann müssen wochenlang sich wieder aufbauen. Mhm. In Deutschland bis jetzt, die Ärzte sagen, einige Ärzte sagen, ja, sie müssen nicht mehr, sie müssen sich mehr bewegen, ja, zum Studio gehen, Sportstudio gehen. Und dann die Patienten bekommen auch verschrieben zum Psychopharmaka, das ist auch kontraindiziert. Und Antibiotika kuren, auch die verschlimmern Situation, weil meistens Antibiotika, die auch ruinieren Mitochondrien. Ja, die zu lange. Gegen Bakterien gerichtet. Ja, die, Antibiotika wirken gegen Bakterien, aber Bakterien und Mitochondrien haben ähnliche DNS. Und was wirkt gegen Bakterien, unterdrückt auch mitochondriale DNS. Deswegen Patienten mit MI, die leben quasi, so wie kann man vergleichen, zum Beispiel, du hattest ein Handy mit einem ganz mächtigen Akku, ja, und plötzlich dieser Akku statt schon 10 Stunden
Zeit, Vollzeitarbeit. Der kann nur 30 Minuten arbeiten. Und diese 30 Minuten, es reicht nicht, dass du für alle Funktionen, die du vom Handy brauchst. Genauso passiert mit Gehirn von diesen Patienten. Sie können in 24 Stunden zum Beispiel nur eine Stunde haben für alle notwendigen Funktionen. Und der Rest bleibt? Und der Rest, sie müssen liegen, ja, in dunklerer Raum, kein Geräusch, kein Licht, einfach wieder Energie aufzubauen. Weil ihre Mitochondrien haben keine Möglichkeit, so schnell wieder ATP produzieren wie bei normalem Zustand. Das ist das Hauptproblem. Wow, ganz, ja? Ganz schlimm. Kannst du mir da zum Beispiel mal einen Fall schildern, damit man sich ein bisschen mehr damit identifizieren kann? Ja, ich hatte so vor in August, September letztes Jahr mit einer Patientin angefangen, eine Fernberatung. Und die Patientin, so 43-jährige Frau, war sehr, sehr aktiv, sehr erfolgreich, hat gearbeitet als Psychologin, eine Beraterin und auf ganz höherem Niveau, auch Sportlerin, Top-Sportlerin, 3 Kinder, also Erfolgsbeispiel. Ja. Und nach einer viralen Attacke und noch, ich glaube, sie hat auch Covid erlebt, hat sie entwickelt diese ganz schwierige, schwere Form vom chronischen Müdigkeitssyndrom. Ist das übrigens diese Erkrankung jetzt häufiger aufgetreten, seit diese Pandemie durch ist? Ganz genau. Pandemie hat initiiert eine Kaskade vom ME, chronischen Müdigkeitssyndrom. Wir sehen jetzt, die Patienten, die haben relativ gut überstanden Covid selbst, aber dann kommt chronisches Müdigkeitssyndrom mit all diesen schwierigen Folgen. Mhm. Und so, wir haben angefangen mit dieser Frau, mit Fernberatung, mit hypoxischem Treatment, so intermittierende Hypoxie, ja, Hypoxie-Normoxie, also kein Sauerstoff. Und natürlich individualisierte Ernährungsberatung, Programm, Ernährungsergänzungen und ja, Detox-Programm, ein milder Detox. Und Schritt bei Schritt, diese Frau hat besser und besser geworden. Und heute, sie ist so ungefähr 80% ihrer Energiekapazitäten sind zurück. Ich habe dir übrigens Link geschickt an ihre Geschichte, weil sie war schon in Zeitschriften. Die Geschichte ist dramatisch. Ja, ja, ich habe das natürlich gesehen, lieber Arkadi, und vielleicht kann ich dich überraschen. Du hast die Dame, glaube ich, noch gar nie gesehen. Sie hast du fernbehandelt. Ja, wir haben kommuniziert über Zoom. Ja. Und ihr geht es heute gut und jetzt schauen wir mal, wie gut es ihr wirklich geht. Ich habe sie nämlich eingeladen, deshalb ist dieser dritte Stuhl da. Was? Ja, selbstverständlich. Und daher darf ich beim bitten, die Dr. Ute Meck, darf ich Sie bitten, zu uns ins Studio zu kommen. Sehr gerne. Und jetzt machen wir Trommel, Trommel, Trommel. Ja, da ist sie ja. Hallo, Magali. Das ist sie. Das ist so schön, dich zu sehen. Ja. Bitte, bitte. Hallo. Nimm nur gerade Platz. Ich freue mich. Sehr erfreut. Danke. Das für eine Überraschung. Das ist ja schön, gell? Ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht und jetzt müssen wir wirklich einmal noch eintauchen in das Tal der Tränen. Also erstens, du bist Kickbox-Meisterin, du bist Kung-Fu-Meisterin, 2-mal deutsche Meisterin, Europameisterin, also im Sport. Aber du bist auch Psychologin und hast da einen sehr anspruchsvollen Job gehabt. 3 Kinder, habe ich gehört. Ja. Und jetzt muss irgendwas angefangen haben. Wo war der Anfang und wie ging dann die Kaskade weiter? Wo warst du am Schluss? Ich war bis Ende 2017 topfit. All das, was du gerade beschrieben hast, hat mein Leben ausgefüllt und ich war damit hochzufrieden, glücklich an dem Punkt, wo ich immer hin wollte. Bin glücklich verheiratet außerdem. Das habe ich nicht aufgeschrieben. Sehr wichtig. Ja, ist gut. Ja. Darum sage ich es. Der Humor ist auch wieder da. Hä? Genau, alles gehört auch dazu, kommt auch zurück. Und im Herbst 2017 kamen so ein paar Dinge zusammen. Ich glaube, ME wird selten durch den einen einzelnen Trigger ausgelöst. Da kommen so verschiedene Dinge zusammen, auch Veranlagung. Arkadi hat es gerade auch erwähnt. Ich weiß 2 konkrete Dinge, die in der Zeit bei mir passiert sind. Das eine war, ich habe über das Jahr 2017 mehrmals eine Behandlung mit sogenannten Fluorquinolonen gehabt. Das ist eine bestimmte Klasse von Antibiotika, die, wie man heute weiß, hochmitotoxisch sind. Also die Mitochondrien auf einer ganz breiten
Weise angreifen. Wieso hast du das genommen? Ich hatte mehrmals nacheinander eine Nierenbeckenentzündung, also eigentlich eine Lappalie, ein Infekt, der auf das erste Antibiotikum nicht angesprochen hat. Und dann habe ich in der zweiten Reihe Fluoquinolone bekommen, das hat dann super gewirkt. Und dann habe ich es wieder bekommen und wieder, also den Infekt. Und weil es so schön funktioniert hatte, direkt wieder ein Fluoquinolon. Fluoquinolone sind Moxifloxacin, Ciprofloxacin, Levofloxacin, sogar recht bekannte Namen. Das wird sehr viel verschrieben in Deutschland, fatalerweise. Weil es eben so ein schweres Nebenwirkungsspektrum hat, sollte das eigentlich so nicht sein. Ist auch inzwischen in Amerika praktisch nur noch für die Pest zugelassen. Ich wusste das aber nicht. Ich war ja, wie gesagt, so fit auch damals, dass ich so den unmittelbaren Effekt, den habe ich noch nicht gleich gespürt. Das war aber im Hintergrund dann schon am Wirken. Und dazu kam dann, dass unser jüngstes Kind in der Kinderkrippe damals ging die Mononukleose herum, also Epstein-Barr-Virus. Ich selbst hatte das als Jugendliche auch lang, habe da lang dagegen gekämpft. Und als mein Jüngster dann diese Infektion hatte, hat sich dieses Virus, das Epstein-Barr-Virus, bei mir nach meinem Empfinden reaktiviert. Also ich hatte mehrere Wochen, 7, 8 Wochen lang eine deutlich ausgeprägte Erschöpfung, hatte diese dicken Lymphknoten, die man so typisch für die Mononukleose dann an sich finden kann, die auch sehr, sehr empfindlich einfach waren, und Halsschmerzen und so. Also mir ging es nicht gut, ich war aber auch nicht wirklich krank. Ich habe meinen Sport pausiert, das war bei mir schon immer das Zeichen, ja, es ist was nicht in Ordnung. Aber ich bin zur Arbeit gegangen und habe meine Mama-Jobs gemacht und so. Mhm. Das war der Vorlauf. Und dann, just am 17. Dezember, ich weiß das Datum, am 17. Dezember bin ich morgens aufgewacht, wollte aufstehen und es ging nichts mehr. Ich konnte nicht aus dem Bett aufstehen. Ich bin sofort in die Knie gegangen, bin krabbelnd irgendwie zurück zum Bett gekommen, wusste nicht, wo oben und unten ist, nicht, wo ich bin, was für eine Uhrzeit oder für einen Tag es ist. Also mein Gehirn war vollkommen leer, meine Ohren haben gerauscht. Ich habe nichts gesehen, also hatte Sehstörungen hin zur Schwärze. Und mit diesem Moment war es dahin. Dramatisch. Ja, also wenn dramatisch. Man da morgen aufsteht so, mit so einem Empfinden, meine, das kann ich mir als gesunder Mensch gar nicht vorstellen. Das konnte ich mir damals eben auch nicht vorstellen. Das war auch so das Unglaubliche, das mich danach monatelang begleitet hat, weil ich eben bis dahin sowas nicht kannte und auch kein ängstlicher Mensch bin. Ich dachte, was ist jetzt los? Und habe halt gemeint, naja, jetzt lege ich mich 3 Tage mal ein bisschen ins Bett und dann wird es schon wieder. Und so war es aber nicht. Dann, es hat sich schon diese ganz akute Erstsituation ein bisschen gefangen. Ich konnte dann wieder laufen. Ne? Ich habe es geschafft vom Bett zur Toilette, aber das war es auch. Und dann ist mir eben als nächstes aufgefallen, dass ich so einen irre hohen Puls plötzlich bekommen hatte. Ich war ja sehr leistungsfähige Sportlerin und bin 3 Treppenstufen gegangen und hatte das Herz hier, so dass ich dann mal die Fitnessuhr meines Mannes angezogen habe und dann war da 170 drauf und ich dachte, das kann doch nicht sein von einer Treppe. Aber auch da war es immer noch so, ich habe es nicht wirklich ernst genommen, würde ich sagen. Ich dachte immer noch so, ich habe geglaubt an meine Kraft und an meine bisherige, an meinen Lebenswandel. Und bin dann nach den Weihnachtsferien wieder ins Büro gegangen und komme an meinen Schreibtisch. Ich bin die Treppe rauf ins Büro gelaufen, komme an meinen Schreibtisch und da bin ich kollabiert. Und dann aufgrund der Symptomatik auch direkt in die Kardiologie gekommen. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf und da hatte ich dann auch doch sehr Glück, gleich am Anfang an einen Kardiologen zu geraten, der recht schnell POTS bei mir, was eine ganz typische Komorbidität einerseits, aber auch sehr oft eben innerhalb des Spektrums ME mit auftritt, eine ganz typische orthostatische Intoleranzform darstellt. Es wurde schnell bei mir diagnostiziert und war hilfreich für mich in der Folge, weil ich was Handfestes in der Hand hatte, anders als viele andere ME-Erkrankte, wo das so diffus ist und dann eben all die Schwierigkeiten zum Tragen kommen, die Arkadi beschrieben hat, dass man einfach große Schwierigkeiten hat, das auszudrücken und gehört zu werden, was los ist. Hat denn der Kardiologe das jetzt über seine Untersuchung am Herz herausgefunden, dass eine Entzündung am Hirn ist, wie ich gehört habe, oder wie hat denn das herausgefunden? Soweit bis zu der Interpretation, dass es eine Entzündung im Gehirn so spezialisiert war, der jetzt nicht, aber
POTS selber kann man ganz, ganz einfach diagnostizieren. Man muss es nur wollen und machen. Mhm. Es gibt ganz, ganz klare Kriterien. POTS ist eine Kreislauffehlsteuerung, die nur in aufrechter Position, aufrechter Körperhaltung zum Tragen kommt. Und dann schießt der Puls um mindestens 30 Schläge, aber bei mir viel mehr. Also wenn ich aufstehe aus der liegenden Position zu damaliger Zeit, dann hatte ich einen Herzschlag von 160 bis 190. Das wurde dann eben auch gemessen in der Klinik. Auch mit einem Langzeit-EKG war ich bei 190 dann Herzschlag. Und es sind ganz klare Kriterien, dass dieses Hochrasen des Herzens sofort wieder zurückgeht, wenn man eine flache Position wieder einnimmt. Mhm. Und das ist das zweite wesentliche Kriterium beim POTS, es findet kein Blutdruckabfall statt. Also so dieses, was man kennt, wenn man zu schnell aufsteht oder auch ältere Menschen schon öfter einfach zu schnell aufstehen und dann sackt der Blutdruck in den Keller und es wird einem schwarz vor Augen. Das ist bei POTS nicht so, der Blutdruck ist stabil. Es passiert aber irgendwas, was die Kreislaufsteuerung nicht mehr, die kann die Durchblutung nicht gewährleisten. Es ist aber das Herz in der Lage, dagegen zu arbeiten. Und das ist das Bild, was dann bei POTS auftritt. Das Herz schlägt und schlägt und schlägt. Darum haben POTS auch eher jüngere Menschen, wo das Herz sowas überhaupt leisten kann, so einen hohen Puls zu halten, um mich aufrecht zu halten. Du hast jetzt mehrfach das Wort POTS genannt. Ich weiß nicht, was heißt das? Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom. Also eine Tachykardie, die in einer aufrechten Körperhaltung oder nach sich aufrichten entsteht. Ein Teilbereich der ME, der betrifft sehr viele. Ja. Wie ging es dann weiter? Das ist jetzt Dezember 2017, anfangs 18. Ja. Wie es weiterging, es ist ein Dominostein nach dem anderen gefallen und ich wusste nicht, wie mir geschieht. Nach der POTS-Diagnose habe ich so ein paar Tipps, nenne ich das mal, an die Hand gekriegt, wie ich damit umgehen soll. Viel trinken, viel Salz. Es wurde auch mit einem Medikament mal experimentiert, das so die Herzschlagrate ein bisschen senken kann. Aber es gibt eigentlich nichts, was man ursächlich dagegen tun kann. Aber es gibt schon so ein paar Managementhilfen. Damit bin ich nach Hause, war selber noch ganz überfordert und irgendwie irritiert, dass mein Körper Sachen macht, die er nicht machen soll und ich den Grund nicht sehen konnte. Und ich habe schon während des Aufenthalts im Krankenhaus mit POTS gemerkt, dass ich Schwierigkeiten habe mit meiner Verdauungssituation und habe das auch nicht so ernst genommen. Ich dachte, naja, klar, Krankenhauskost und ist ja auch gerade alles viel auf einmal. Und das hat sich dann aber ganz dramatisch zugespitzt, als ich dann wieder zu Hause war. Das überspringe ich jetzt. Der Effekt war, ich bin mit einem Ileus, also einem Darmverschluss, im Krankenhaus gelandet. In der Notaufnahme wurde auch direkt operiert. Zum großen Erstaunen der Chirurgen war das dann aber bei mir so, dass ich keine mechanische Ursache für einen Ileus. Ich hatte die voll ausgeprägte Symptomatik, aber die haben mich aufgemacht und nicht gefunden, wo der Darm irgendwie verknotet, verstülpt oder sowas war. Also quasi mich wieder zugemacht, das mechanisch entlastet, nennt man das, und dann letztlich wieder nach Hause geschickt. Und das hat dann für 2 Wochen ungefähr so eine Latenzzeit mit sich gebracht. Und dann war ich mit derselben Situation wieder im Krankenhaus und das ist dann nochmal passiert, bis dann eben klar wurde, dass ich einen paralytischen, also einen Lähmungs-Ileus habe. Und zwar eben nicht der Dünndarm, der normalerweise oder überwiegend Darmverschlüsse auslöst, sondern mein Dickdarm hat seine Peristaltik eingebüßt. Und hat sie auch bis heute nicht wiederbekommen. Das Ende vom Lied war dann schließlich eine erweiterte Hemikolektomie. Also mein Darm wurde entfernt, weil die Peristaltik, also die Darmbewegung, war nicht mehr vorhanden und auch kein Tonus mehr. Also es war immer das Bild, im Operationssaal quasi ein komplett dilatierter Dickdarm, der keinerlei Regung mehr zeigt, die Schleimhaut in Ordnung, also das Organ an sich hätte arbeiten können, tat es aber nicht mehr. Und das ist nicht geklärt, auch bis heute nicht, warum, ob das, also es ist eher nicht muskulär, eher nicht organisch bedingt, sondern irgendwie an der Innervation oder der Steuerung des Nervensystems gelegen. Das war der nächste Schritt, große Schritt, der natürlich bis heute mein Leben auch beeinträchtigt, kann man sich vorstellen. Und es ist schwer, so eine Geschichte kurz zusammenzufassen, weil das sind so viele Bereiche, ein ganz großer Bereich. Ich mache das jetzt
mal in Schubladen und nicht so in der chronologischen Geschichte. Ein großer Bereich von ME sind Schmerzen aller Couleur. Ich persönlich habe jetzt sehr stark mit Kopfschmerzen zu tun und mit Nackenschmerzen, die sich hier hochziehen. Und zwar nicht so Kopfschmerzen, dass man sagt, ach, ich habe irgendwie eine Birne auf, sondern extreme Kopfschmerzen. Ich wache oft mit denen auf und muss mich übergeben. Also das geht vom Schlaf in so eine Situation über und mir ist die ganze Zeit schlecht durch diese Kopfschmerzen. Dann sowas wie jetzt die Situation hier, das hätte ich vor Monaten nicht aushalten können, Licht. Jeder Reiz, der in den Kopf kommt, sei das Geräusch, sei das Licht oder eine Unterhaltung, wird in Schmerz übersetzt. Das ist keine Sinneswahrnehmung mehr, sondern es vermischt sich in Schmerzwahrnehmung. Und ja, also es ist sehr belastend. Dann Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen. Sehr viele ME-Betroffene haben so eine Art Hautschmerzen, die sind schwer zu beschreiben. Es ist, als hätte man einen starken Sonnenbrand am ganzen Körper und jede Berührung von Textil tut weh. Punkt. Noch eine Menge davon. Schlaf, dann das nächste ganz große Thema. Die meisten Betroffenen können nicht mehr schlafen. Auch auf einen Schlag, wie es auch bei mir war, von ganz normaler Schlafperson. Mit diesem 17. Dezember war bei mir Schlaf eine Herausforderung. Ja, eine Herausforderung. Danke für das Wort, es ist schwer zu beschreiben. Also ich habe jahrelang mit Schlaf von 30 bis 90 Minuten auskommen müssen. Ich habe natürlich dann probiert, was man so tun kann, alle Register gezogen mit Schlafhygiene, da geht es ja mal los, aber halt dann wirklich auch Methoden wie Schlafkompressionstherapie und all solche Dinge. Irgendwann natürlich auch pharmazeutisch probiert habe, da aber für mich, das war eigentlich so der erste Haken in meinem Kopf, den ich setzen würde, wo ich für mich festgestellt habe, Medikamente helfen mir nicht weiter, sondern stellen eigentlich in diesen Körper, der so an der Grenze von Belastung fährt, in allen Bereichen, stellen sie nur eine weitere Herausforderung dar, irgendeine Einwirkung, die kann nicht abgepuffert werden, die kann nicht entgiftet werden. Das habe ich so bei den Schlafmitteln für mich festgestellt, aber später auch noch bei anderen Medikamenten. Also das ist fast nicht zu lösen, das Thema Schlaf. Dann Immunsystem, es gibt ganz viele auch messbare Veränderungen im Immunsystem, viele Autoantikörper, die auftreten, die auch zentral wirken. Ganz viele ME-Betroffene haben multiple Unverträglichkeiten, davon bin ich nicht so betroffen. Mastzellaktivierungssyndrom, können ganz viel nicht mehr vertragen. Gerüche zum Beispiel, das ist auch so wie bei Lärm oder Licht, das übersetzt sich in Schmerz. Ja, und dann diese ganzen kognitiven Symptome, die sind eigentlich das am schwersten zu beschreibende. Und da bin ich auch nicht so geeignet heute, das zu beschreiben, weil es mir da ja jetzt deutlich besser geht. Aber es ist, man kommt sich vor wie der letzte Mensch. Die Worte kommen nicht mehr und wenn sie kommen, kann der Mund sie nicht formen. Also es ist dann auch mechanisch zum Teil unmöglich auszusprechen, was man sagen möchte. Ich habe dann manchmal geswitcht zwischen den Sprachen. Das hat es dann vereinfacht, aber einfach die simpelsten geistigen Operationen gehen nicht mehr. Es ist wie eine Matschsuppe im Kopf, durch die sich so ein Kanu durchbahnen muss und bleibt dann doch stecken. So fühlt sich das an. Was ich mir noch ganz schlimm vorstelle, ist auch die Zeit, drei kleine Kinder zu Hause und eigentlich nicht in der Lage, richtig Mutter zu sein, oder? Ja, ich habe jetzt die Bereiche erstmal faktisch beschrieben, die betroffen sind. Aber was das alles bedeutet für ein Leben und für die Familie und für die da mit das Leid mittragen, das ist schwer zu beschreiben. Die machen sich alle Sorgen, können aber nichts tun. Das ist ja das nächste Dramatische, dass man diese Situation nicht erleichtern kann. Weil selbst wenn mein Kind stürzt und sich verletzt hat, ich kann es streicheln, ich kann es trösten, ich kann was summen, ich kann ihm gut zureden. Aber in dieser Situation, in der ich da war, ist ja jede Art von Zuwendung zu viel. Also durch Streicheln kriege ich Schmerzen, durch Gespräche wird es schlimmer. Insofern, das ist sehr schwer für die da das Leben mit einem teilen. Und es gab bei mir ja jahrelang die Situation, dass quasi die Kinder das, was sie von mir als Mutter hatten, in einem guten Moment war es ihnen erlaubt, zu mir ins dunkle Zimmer zu kommen und zu mir ins Bett zu schlüpfen und ein, zwei Sätze im Flüsterton mit mir zu sprechen. Ach nein, das war das, was möglich war, genau.
Und dann natürlich die Belastung für meinen Mann, die ist gar nicht in Worte zu fassen, der ja nicht nur die Sorge für mich, dass dann alles sehr mitträgt, wie du gerade gesagt hast, sondern natürlich auch das ganze Leben, die ganze Organisation für die Kinder, den Beruf, das Existenzielle, alles übernehmen musste, weil ich von einem auf den anderen Moment aus einem sehr aktiven Leben rausgerissen war. Kann man sich kaum vorstellen. Kein Unfall, es ist einfach passiert. Ja. Jetzt hast du es jahrelang, warst du in dieser Situation und irgendwann kam der Punkt, wo du irgendetwas Hoffnungsvolles entdeckt hast. Oder wie ging das? Kannst du mir das ein bisschen schildern? Ja, ich hatte mehrmals den Eindruck, ich hätte was entdeckt in der Zeit. Ich habe mich natürlich, irgendwann habe ich verstanden, aha, von schulmedizinischer Seite her kommt keine Hilfe. Wobei ich dazu sagen möchte, das ist mir ganz wichtig, es gibt schon Ärzte, die sich die Mühe machen, sich da fortzubilden, weil es ja nicht gelehrt wird, auch an den Universitäten und weil in Deutschland in der DGAM-Leitlinie, also für die Allgemeinmedizin, noch immer drin steht, Patienten wie uns soll man möglichst nichts anbieten, möglichst keine Labordiagnostik anbieten, weil man ja nur unsere Meinung, es wäre somatisch, verstärken würde. Aber es gibt auch Ärzte, die da weiterdenken und so einen habe ich auch gefunden und der hat mich auch in den Jahren davor sehr, sehr gut unterstützt. Und ohne dieses Fundament, das ich durch Thomas behalten durfte, nämlich das Vertrauen auch in mich selber und in die Wahrnehmung, was macht mein Körper, wie reagiert er auf was ich ja brauche, wenn ich Heilung möchte, dann muss ich mich ja beobachten können und muss ja das auch verstehen, was stattfindet. Wenn dieses Vertrauen den Patienten abgesprochen wird, also dass das irgendwie nicht wahr wäre oder nur in ihrem Kopf, dann ist ja quasi jedes Fundament zerstört, wie diese Person irgendwann noch Heilung erfahren soll. Und ich hatte so einen Arzt, der das eben nicht gemacht hat, der viel mit mir probiert hat, was alles nicht den Schlüssel für die Situation gebracht hat, aber einfach mir das bewahrt hat, dass ich, als ich dann auf Akadi getroffen bin, immer noch in mir diesen Kern hatte, der gesagt hat, du wirst wieder gesund. Du wirst es finden, um was es eigentlich geht. Und wie ich es gefunden habe, war durch die Hintertür. Eins unserer Kinder kämpft seit Jahren mit einer chronischen Borreliose, die wir versucht haben zu behandeln mit all den Registern, die es so gibt. Und es hat aber nichts geholfen. Und es stand dann eine mehrmonatige Antibiose an. Da habe ich nochmal alle Recherchemöglichkeiten vertieft, um einfach eine Alternative nochmal zu finden. Und habe dann Akadi in einem Gespräch mit dir hier hören dürfen. Und er hat das Buch erwähnt, das er geschrieben hat, Undoing Lyme Disease. Mhm. Und das habe ich mir besorgt und habe es gelesen und dachte dann während dieses ganzen Buches zum ersten Mal in meiner ganzen Auseinandersetzung mit dieser Krankheit so, das war so, als ob jede Teilinformation, die ich bis dahin hatte, plötzlich irgendwo so eingerastet wäre und ich verstanden habe, ach so hängt das alles zusammen. Und da war es schon gar nicht mehr die Borreliose in Bezug auf unser Kind, sondern ich habe auf einmal während der Lektüre gemerkt, dieses Buch erklärt mir doch meinen Zustand und zwar in der Wurzel und nicht in den einzelnen Symptomschubladen. Ich habe dann die Frechheit besessen, Akadi einfach zu schreiben, von der Situation zu erzählen, von unserem Kind, aber auch von mir, weil ich schon auch in dem Buch und wie er seine Gedanken formuliert hat, auch schon sehr deutlich gesehen habe, dass hier jemand ist, der einfach in großen Bögen und im Zusammenhang denkt. Und ja, Mutter und Kind sich natürlich biologisch auch ineinander widerspiegeln. Und ja, Akadi hat dann darauf reagiert, hat geantwortet und so haben wir uns kennengelernt im letzten Jahr im September. Dann wieder mal glückliche Umstände, gab es auch gerade ein Gerät, das Akadi zur Verfügung hatte, mit dem wir anfangen konnten, mein Sohn und ich zusammen. Wir haben dann IHT im September begonnen und dann begann ein spannender, auch immer wieder herausfordernder und holpriger Weg mit hypoxischem Training. Und jetzt kann ich hier sitzen, aus dem dunklen Zimmer raus, ja, und mich unterhalten mit Licht. Geht's mit dem Licht? Alles gut? Ich sorge für mich, wenn es schwierig wird. Du hast gesagt, danke. Wenn die Füße hoch müssen, dann sagst du mir, hole ich etwas. Hä? Danke dir. Gut, ja. Und du kannst jederzeit auch abbrechen, gell? Alles ja. Gut. Okay. Ja, Akadi, was hast du gesagt? Du hast die zur IHHT empfohlen.
Hast du diese Zusammenhänge schon gekannt? Ist das nicht dein erster Fall, wo du so behandelt hast? Nein, es war nicht der erste Fall. Ich hatte schon frühe Patienten auch mit Neuroborreliose, mit chronischer Borreliose. Und die entwickeln solche Zustand, besonders nach langzeitiger Antibiotikabehandlung. Und natürlich, ich habe viel gelesen, auch in Literatur, in Publikationen, dass es ist ein Zusammenhang. Und ich hatte zwei junge Patienten, so 30 Jahre alt, und die andere war noch junge. Die waren nicht in ganz schwierigen ME-Stadium, aber die haben ziemlich schnell reagiert und haben sich normalisiert, in ungefähr 3 bis 6 Monate. Mhm. Und deswegen, ich habe das verstanden, dass natürlich die Ursache, primäre Ursache ist einfach dieser massive mitochondriale Schaden. Und Mitochondrien zu reparieren, man muss immer drei wichtigste Komponenten im Visier haben. Das ist die Ernährung, die richtige Ernährung, dann hypoxische Training, vielleicht auch auf die erste Schritt, hypoxische Training, dann Ernährung und dann individualisierte Nahrungsergänzung. Und mit diesen drei Komponenten, wir haben angefangen mit Ute. Ute übrigens hat eine große Erfahrung schon mit Ernährung. Sie hat sehr gut profitiert von ketogenen Diäten. Ketogene Ernährung für Mitochondrien ist auch ganz wichtige Reparaturmaßnahme. Und so schrittweise haben wir gesehen, ja, es gibt Verbesserung, auch objektive Verbesserung bei POTS-Test. Und von jeder Sitzung, ich bekomme eine Grafiken, auf diese Grafiken, ich sehe, wie reagiert Körper, ja, wie schnell Sättigung geht nach unten, nach oben und wie reagiert Herz. Also das war richtig Objektivisierung vom ganzen Verlauf. Mhm. Das heißt, geschädigte Mitochondrien werden eigentlich so langsam in den Zelltod geführt und Platz geschaffen für neue Mitochondrien, ja, die richtig viel Leistung verbringen. Ja, so immer es gibt immer eine bestimmte Disproportion. Es bleibt eine bestimmte Menge von gesunden Mitochondrien. Und bei ME, es sieht so aus, dass die Population von beschädigten Mitochondrien ständig wächst. Ja? Und diese Disproportion ist immer, verschlimmert sich. Mhm. Und bei gezielter, bei individualisierter hypoxischer Therapie, wir unterdrücken die beschädigten Mitochondrien und stimulieren die gesunden Mitochondrien. Mhm. Und langsam dieses Gleichgewicht wird normalisiert. Es ist aber ein sehr langsames Prozess. Klar. Aber was sie gewinnt, ist letztendlich mehr ATP, mehr Energie, mehr Selbstheilung. Ja, aber die ganzen Entzündungsprozesse. Ja, alles verbunden. Und alles fängt an mit Mitochondrien. Weil Energie kommt von Mitochondrien. Entzündungsprozesse, die sind moduliert von Mitochondrien. Immunprozesse, Produktion von Immunkörper, Antikörper, Autoimmunprozesse. Alles wird moduliert mit Mitochondrien. Mhm. Deswegen, und das Prozess ist, ich unterstreiche nochmal, es ist ein sehr langsames Prozess. Man kann nicht und darf nicht beschleunigen. Manchmal machen wir Fehler, doch ein bisschen mehr Belastung, dass die ein bisschen beschleunigen. In dieser Situation ist eine große Fehler. Wir haben mit Ute vielleicht auch ein bisschen in diese Richtung ein paar Fehler gemacht, aber doch, das hat dich doch repariert. Wie viele Monate bist du jetzt da in dieser Behandlung drin? Wir haben angefangen im September 2022. Mhm. Dann sind es jetzt knapp 10 Monate. Genau. Und da ging es steil aufwärts? Nein, so würde ich es nicht sagen. Das war schon auf und auch ab. Und am Anfang, in der ersten Zeit, ging es vielleicht auch eher ein bisschen rückwärts. Wir mussten auch einfach lernen, wie tief kann man gehen, wie viel Belastung kann man da reingeben. Ist jeder Mensch anders. Das ist das eine, es ist hochgradig individuell, und das andere ist aber auch, das ist jetzt nicht gut darstellbar, wenn ich hier so heute mit dir sitze, aber ich war in einem extrem schlechten Zustand. Und der Körper sucht sich seine Homöostase. Und selbst im allerniedrigsten Niveau, selbst wenn meine Homöostase nur war, im Bett liegen und notfalls mal zur Toilette krabbeln, dann war das genau das Belastungsniveau, das möglich war.
Und jetzt kommt natürlich was dazu, was mir langfristig eine Verbesserung bringen soll, aber was erstmal wieder ein neuer Reiz ist. Und es müsste irgendwas anderes dafür Platz schaffen, aber ne, wenn man schon nur im Bett liegt, da kann nichts mehr Platz schaffen. Und es ist ein ganz vorsichtiges Auslavieren. Was ist möglich? Wie muss ich es auch einflechten? Ich muss es auch lernen, einfach, was macht das mit mir? Ich musste auch lernen, welches Feedback will Arkadi da haben? Er fragt mich, wie geht's dir? Wie war es danach? Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also man muss sich einfach da finden im Laufe der Zeit. Deswegen ist eine sehr intensive Zusammenarbeit, die dann einfach auch, ja, das Vertrauen muss wachsen, dass man sich, glaube ich, gut versteht. Das ist ganz wichtig dabei, um dieses sensible Steuern machen zu können. Sodass ich sagen würde, ich habe etwa ab Januar eine Verbesserung bemerkt. Auch die war noch fein und sehr schrittweise und langsam, aber ganz breit. Und das war der große Unterschied zu allem, was ich vorher erlebt habe. Ich habe zum Beispiel mal Aphoresen gemacht, Blutwäschen, wo ich danach schon auch einen Effekt feststellen konnte aufs POTS. Also das hat diese Autoantikörper rausgewaschen und damit schon auch das POTS verbessert für einige Monate. Und natürlich, wenn man aufstehen kann, ohne einen Puls von 170 zu haben, das ist ein positiver Effekt. Der ist dann aber wieder verschwunden. Aber vor allem diese ganzen, so schwer in Worte zu fassenden, dieses, wie es mir den ganzen Tag geht als ME-Patient, diese Schmerzen ständig, dieses Nicht-Denken-Können, dieses alles ist zu laut, zu viel, zu grell, das hat sich verbessert und eben auf der ganz breiten Ebene, ganz langsam und schrittweise ist es besser geworden. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, aha, an der Symptomwurzel wird irgendwie was anders, es verbessert sich was. Und das hat dann eben an der Oberfläche all diese Auswirkungen, die so unterschiedlich sein können und die ja eben im Krankheitsbild auch so viele irritieren, warum es bei mir so ist und bei dem nächsten so und bei dem dritten wieder anders, weil die Krankheit so schwer in einen Topf zu werfen ist. Aber das erklärt sich dadurch eben, weil es am niedrigsten Molekül sozusagen der Körpersubstanz ansetzt bei den Mitochondrien und in der Zelle und wo es dann eben sich oben seinen Weg bricht und sichtbar ist, ist dann eben individuell verschieden. Und ab Januar haben wir dann gemerkt, jetzt können wir auch das Tempo ein bisschen anziehen und haben so ein bisschen experimentiert mit der Art und Weise, wie ich IHT gemacht habe. Und dann ging es rapide aufwärts. Ja. Die Professor Brigitte König ist also eine Mitochondrialexpertin. Die hat mir mal in einem Interview gesagt, wenn wir endlich die Mitochondrien in der Medizin anerkennen würden und eine mitochondriale Medizin leisten würden, würde sich alles revolutionieren. Weil wir reden wirklich von der Basis. Also Mikronährstoffe, Futter, gutes Futter, plus die mitochondrialen Regen und die Selbstheilungskräfte steigen enorm, oder? Ja, das ist die Fundament für Selbstheilungsprozess. Eigentlich die chronische Pathologien entstehen, mehrere chronische pathologische Zustände, wegen einfach dieser langsam fortgeschrittenen mitochondrialen Degradation, Degradierung, mitochondrialen Schaden. Das gehört erst zum Alterungsprozess. Das ist ein Alterungsprozess, es ist eine kontinuierliche Degradation von mitochondrialer Qualität. Aber es wird drastisch beschleunigt, besonders bei Viren und noch dazu natürlich die Umweltbelastung. Dann natürlich die Umweltbelastung, nicht nur was wir bekommen mit Ernährung, auch elektromagnetische Angriffe und mit chronischem Stress. Chronischer Stress moduliert es drastisch. Weil man fragt immer, was wäre der Unterschied zwischen einem akuten Stress und chronischem Stress? Ich mache so verschiedene Beispiele. Zum Beispiel, Sie nehmen ein Glas mit Wasser, ja, trinken und dann wieder stellen auf den Tisch. Jetzt machen Sie Folgendes. Nehmen dieses Glas und halten Sie es so für 3 Stunden. Ja? Das ist ein riesiger Unterschied. Und das ist chronischer Stress. So auch ein uns insignifikanter Reiz, physiologisches Reiz. Aber was läuft ohne Unterbrechung, ohne Relaxationspause, es produziert chronischer Stress in unserem hormonellen System, in unserem neurohormonellen System. Und das hat schon eine Auswirkung an Immunität.
hat Auswirkungen auf verschiedene Hormone. Und die Viren, die schon in uns, die nutzen diesen Moment, sich zu verbreiten. Und dann, die beschleunigen noch die stimulierende Entzündung und noch introduzieren noch mehr Stress. Wie Schneeball läuft das alles. Und in einem Moment, bams, alles unterbrochen. Ja. Weißt du, in Long-Covid, Post-Covid, chronisches Müdigkeitssyndrom, Wiederausbruch von Epstein-Barr und, da höre ich ja oft, dass die Lösung darin ist, wirklich auch über die Mitochondrien zu arbeiten, mit IHT. Das jetzt, was du jetzt erlebt hast, habe ich noch nie gehört. Und das ist eine Katastrophe, finde ich. Und wenn ich jetzt wieder höre, dass 100.000 Menschen an so etwas leiden, dann weiß ich nicht, wie viele von diesen 100.000 haben das Glück gehabt, eine Therapie zu finden, die funktioniert. Und deshalb hätte ich eigentlich gerne einen Appell von dir und deinen Kollegen, die jetzt auch zuschauen, an Therapeuten, Heilpraktiker und Ärzte, damit sie sich für dieses Thema öffnen und einfach mal es wenigstens versuchen. Da wäre eigentlich schön, wenn du hier einfach noch direkt hier in deine Kamera hinein einen Aufruf machst. Naja, ich muss sagen, dass der Begriff mitochondriale Medizin existiert schon lange, aber spezifische, gezielte Anwendung von hypoxischer Therapie, intermittierende hypoxische Therapie, es ist doch neu für mitochondriale Medizin. Von all meiner Erfahrung, von alles, was ich sehe jetzt und was ich lese, das ist das mächtigste Tool für mitochondriale Medizin. Also mit Hilfe von kontrollierte Sauerstoffversorgung, nicht nur Reduzierung von Sauerstoff, auch für mehr Sauerstoff, können wir sehr, sehr viele für mitochondriale Medizin, also viele Probleme lösen. Deswegen, ich habe diese Intervention in meinem Buch auch geschrieben, nicht einfach intermittierende Hypoxie, aber kontrollierte Sauerstoffversorgung. Weil wir haben hier nicht nur hypoxische Phase, auch hyperoxische Phase. Mhm. Also wir schaffen eine vergrößerte Belastung an mitochondriale Molekularmaschinerie. Und als Resultat, die beschädigten Mitochondrien können es nicht verkraften, die werden ruiniert. Aber es bleibt immer eine bestimmte Menge gesunde Mitochondrien. Für gesunde Mitochondrien ist es ein Trainingsreis, und die fangen an zu vermehren. Und diesen Vermehrungsprozess, wir müssen unterstützen mit erst Relaxationstechniken. Und Hypoxie schafft schon eine Relaxation. Plus natürlich Ernährung, spezifische mitochondriale Ernährung, Mitoceuticals. Ja, und Ernährungsplan. Hm. Wo kann man das lernen? Welche die Ärzte, Therapeuten, die sagen, okay, ich habe auch solche Patienten, die ich bis anhin so nicht behandelt habe, aber es machen möchte, die brauchen ja auch eine Schulung. Ja, wir machen jetzt solche Schulungen zweimal pro Jahr hier in der Schweiz in einem ganz guten Studio, Fit for Life, mit Michael Beck. Mhm. Und da kommen die hunderte Ärzte, Heilpraktiker. Ja, die können alles lernen und die haben schon Erfahrung mit hypoxischen Geräten, also Informationsaustausch, also immer weitere Fortbildung. Und so funktioniert. Danke. Was ich einfach immer noch nicht fassen kann, das hat im Dezember 2017 angefangen. Und bis Januar 2023 war eigentlich keine Lebensqualität da, gar nichts, sondern nur Leid, Schmerzen, Sorgen. Jetzt gibt es immer wieder Leute, die sagen, okay, vielleicht psychosomatisch, aber du bist ja Psychologin, du kannst das sehr gut einschätzen, was psychosomatisch ist und was nicht, oder? Also das muss ich für dich. Das kann ich gut einschätzen und das können auch die meisten meiner Mitbetroffenen sehr gut einschätzen. ME hat mit Depressionen oder Burnout oder irgendwelchen psychischen oder psychosomatischen Syndromen gar nichts zu tun. Mit der Einschränkung, dass natürlich ein Zustand, in dem ich auch war, irgendwann natürlich zu emotionalen Folgen führt, das liegt auf der Hand. Klar. Aber es ist dieses große Missverständnis, das dem zugrunde liegt, wenn ich im Bett liege und kann nicht aufstehen, dann kann ich nicht aufstehen, weil meine Mitochondrien mir die dafür notwendigen Ressourcen nicht zur Verfügung stellen können. Mhm. Oder aber, wenn ich es trotzdem tue, dann laufen die leer bis auf das letzte ATP und brauchen
zum Teil Wochen, um mich wieder auf einen Stand zu bringen, dass ich das nächste Mal aufstehen kann. Eine Person mit einer Depression, die liegt auch im Bett und kann nicht aufstehen. Also das ist dieses Problem, dass dann der Hausarzt nicht erkennen kann, wo da der Unterschied liegt. Aber da möchte ich einfach auch für den Appell ganz klar den Moment nutzen, um zu sagen, es ist eindeutig diagnostizierbar. ME hat ein Kardinalsymptom, das ist diese sogenannte Belastungsintoleranz mit den schönen Namen entweder PEM, Post-Exertional Malaise, oder das modernere PENE, Post-Exertional Neuroimmune Exhaustion, also quasi eine auf eine Anstrengung folgende neuroimmunologische, ein Leerlaufen. Und das zieht dann Krankheit nach sich. Das ist nämlich dieses nächste Problem, was auch in diesem Begriff CFS, chronisches Fatigue-Syndrom, dieses Erschöpfungswort, das da vorkommt. Das ist ja auch ein sehr allgemeines Wort. Das Erschöpfung kennt jeder. Jeder hatte mal einen langen Tag und setzt sich aufs Sofa und hat das Gefühl, ach, jetzt möchte ich aber nicht mehr aufstehen. Aber diese Erschöpfung, die wir haben, die hat damit nichts zu tun. Das ist eine zelluläre, fundamentale Erschöpfung, die, wenn wir so erschöpft sind, eben Krankheit nach sich zieht, weil, wie Arkadi gesagt hat, das ist eine Kaskade. Dann kann mein Immunsystem nicht mehr arbeiten, mein Hormonsystem nicht mehr arbeiten. Dann können die Zellen nicht mehr Stoffwechsel betreiben, schwimmen in ihren eigenen Giften, alles entzündet sich. Diese Belastungsintoleranz ist das Kardinalsymptom von ME und die ist diagnostizierbar. Dafür gibt es gute Kataloge, die International Consensus Criteria of ME zum Beispiel, ICC, oder es gibt auch kanadische Kriterien. Man kann das diagnostizieren, aber das Problem liegt davor, dass es ist zu wenig Ausbildung da, dass Ärzte das erkennen können und sie greifen lieber schnell in eine Schublade mit bekannten Diagnosen. Diese Diagnose ME ist die G93.9, ist seit 50 Jahren so klassifiziert, ist vorhanden, aber es setzt sich irgendwie nicht durch. Wir haben jetzt, wie ihr vorhin schon gesagt habt, die Anzahl der Betroffenen in Deutschland ist von ungefähr 300 mit der Diagnose jetzt auf ca. 500 im Jahr 2021 auf 500.000 gestiegen. Also der Bedarf an guter Behandlung ist massiv gewachsen und ich denke, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Die Mitochondrienmedizin hat den Schlüssel dafür in der Hand. Und ich denke, es ist auf jeden Fall jetzt der Moment, da zusammenzukommen und das Wissen zusammenzubringen, dass diese Menschen auch in den Genuss von solcher Therapie dann kommen können. Dann ganz herzlichen Dank, dass du angereist bist und das Statement abgibst, weil so authentisch hätten wir das nie vermitteln können. Und hoffentlich haben wir ganz viele Menschen erreicht, die sehen, dass man Hoffnung haben darf. Ja. Und du sagst selbst, du bist bei 80% herum Leistung. Oder das habe ich vielleicht von ihm gehört. Ich finde es sehr schwer, in Worte zu fassen. Es sind so viele verschiedene Symptomkategorien. Ich habe eine leichte Spezialkonstellation. Ich habe so einen gewissen genetischen Polymorphismus, der in einem Moment, wenn ich aktiv werde, meine ganzen Katecholamine pusht, so nenne ich das jetzt mal. Also wenn ich jetzt hier sitze, dann bin ich in einem scheinbar wesentlich besseren Zustand. Ich werde aber nachher schon die Kosten dafür dann zahlen müssen. Ich kann das nicht in Prozent sagen. Ich kann, wenn ich es möchte, kann ich mal so eine Aktivität wie diese hier jetzt wieder schaffen. Ich bin aber trotzdem von ME betroffen. Das heißt, ich werde diese Verausgabung, die ich jetzt hier heute gerne gemacht habe, schon in der Nicht-Regenerierbarkeit, die eben im Kern dieser Krankheit liegt, werde ich jetzt schon zu spüren bekommen. Und da rechne ich schon auch mit einigen Wochen, die ich da jetzt wieder auf einem schlechteren Zustand mit mehr Symptomen verbringen werde als zuvor. Aber dir tut nichts mehr weh, kann man dich jetzt schon wieder anfassen? Oder? Man kann mich anfassen, man kann mit mir sprechen, ich kann ins Licht schauen, aber es ist alles eine Frage der Dosis und der Zeit. Und eben der Balance auf der anderen Seite, wie lange brauche ich, um mich da wieder rauszubringen aus der Belastung. Das ist ja eben auch so eine Schwierigkeit, wenn ein ME-Patient zum Arzt geht in diesen 5 oder 10 Minuten, pumpt der Körper alles raus, was er gerade hat, weil man muss halt jetzt aufstehen und sprechen und sich konzentrieren. Und das ist aber kein Bild der Krankheit. ME ist eine Krankheit in einer Zeitgestalt, niemals punktuell. Und wenn der Patient aus der Praxis geht und dann zu Hause im dunklen Zimmer zusammenbricht und da 2 Wochen bleibt, das kriegt der Arzt nicht mit.
Und wenn man es dann erzählt im nächsten Termin, kommt es nicht an. Deswegen, das ist nur als Prozess zu verstehen. Und unsere medizinische Versorgung ist aber nicht darauf ausgelegt, Prozesse so verstehen oder beobachten zu können. Ja. Auf jeden Fall, ganz viel Lebensqualität ist zurückgekommen, ja, wenn man es mal so formulieren ja will. Und Arkadi, wohin geht die Reise mit ihr? Kriegst du noch fitter? Kriegen Sie ganz geheilt? Ja, ist das sicher, ganz geheilt. Solche Dinge kann ich nicht versprechen. Aber ich sehe weitere Schritte und weitere Technologien, Komponenten. Übrigens, wir können jetzt kurz besprechen mit dir. Ich habe noch etwas mitgebracht, ein bestimmtes Mittel. Ich muss dir erzählen, ja, wie macht man das? Mhm. Natürlich, es geht weiter. Mhm. Ja. Ich habe noch vergessen, du hast mir nämlich mal bilateral gesagt, du nimmst auch noch Strophantin, oder? Ja. Oder war das jetzt immer noch? Oder? Ja, nein, Strophantin bin ich über eine Sendung von euch drauf gestoßen. Habe das dann mit dem Arzt eben, der sehr offen für Ideen ist, den ich schon lange kenne, besprochen und habe es ausprobiert jetzt seit einem guten Jahr. Und hat mir sehr geholfen. Also es ist was anderes, völlig anders als das, was IHT jetzt macht. IHT greift an der Wurzel des Problems an und ich habe Hoffnung auf Heilung. Strophantin ist ein Management der Krankheitssymptome. Und als solches war es eine Riesenhilfe und sehr effektiv. Zum Beispiel POTS, Strophantin, kann nicht meine Tachykardie bremsen, wenn ich aufstehe, weil die ist anders bedingt. Aber es kann diese ganzen Folgen, die aus dieser Tachykardie entstehen, das ist ja auch Stress, ne? Wenn man aufsteht und hat einen 170er Puls, das ist physiologischer Stress, kommt Adrenalin und alles, was damit zusammenhängt, der Körper übersäuert, die kleinen Kapillaren werden dicht, das Blut kommt nicht mehr durch, dann habe ich keine Versorgung mehr. Also dieser ganze Rattenschwanz, sage ich jetzt mal, der sich da dann am Beispiel POTS jetzt, der sich dann entwickelt, wird durch Strophantin etwas eingedämmt, weil es eben entsäuern kann. Es kann die Erythrozyten wieder flexibel machen, die können durch die Kapillaren wieder durch. Und es ist auch entstressend, es wirkt auf den Parasympathikus. Viele solche Dinge. Einmal mehr höre ich aber einfach eins wieder. Ein Patient wird sehr häufig zum Arzt seiner eigenen Krankheit. Ich meine, was du alles weißt jetzt über diese Geschichte, ist ja unfassbar, oder? Und das kenne ich bei vielen Patienten, die auch mit Krebs oder mit MS, was die alles lernen, um einfach wirklich einen Weg zur Heilung zu finden und nicht einfach nur schulmedizinisch in einer Schublade zu landen. Eine Frage habe ich noch, lieber Arkadi. Sie hat noch vom Darmverschluss geredet, dieser mögliche, was ja nicht war. Wäre das verhinderbar gewesen, wäre sie frühzeitiger in die Behandlung gekommen mit IHHT? Das ist schwer zu sagen, schwer zu schätzen, weil das ist, was die Jutta erzählt, ja, dass genau die Ursache war, so sieht aus, dass es so primäre Schaden vom Neurokommunikation, Innervation, vom Muskelschicht, vom Kolon. Und das passiert ja bei Viren passiert es oft. Ja, und in Kombination mit Erschöpfung, mit primärer Erschöpfung, dann diese Verbreitung von Viren und die können gezielt schaden verschiedene Bereiche. Ja, das ist auch so spontan. Ja. Manche haben zum Beispiel Neuropathien, Füße, ganz stark. Ich habe einige Patienten mit schlimmsten Neuropathien. Sie haben Schmerzen und Kribbeln 24 Stunden. Ja. Und die andere, so wie Ute, hat solche Konstellation, dass es hat in den Darm gelandet. So, ich denke, eine Vorbeugung, zum Beispiel eine prophylaktische Anwendung vom hypoxischen Training, es kann sicher schützen gegen Verbreitung von Viren. Also, das ist sicher. Das glaube ich auch. Aber das machen nur wenige. Ja, ja, da müssen wir eine eigene Sendung darüber machen, dass sich noch solche Gesundheitsoasen in der Schweiz oder Deutschland, Österreich wirklich viel, viel mehr verbreiten. Wenn jetzt ein Arzt oder ein Therapeut sagt, wunderbar, das interessiert mich, du hast eine Homepage genannt, wo man Weiterbildung macht, aber stehst du als Kollege auch zur Verfügung für Mailverkehr, wenn sich jetzt irgendein Arzt oder ein Therapeut sagt, ja, ich bekomme immer Mails und dann Fragen von Patienten, auch vom Ärzte, vom Heilpraktiker und es kommt mehr und mehr. Darf ich das auf YouTube als Kommentar deine Mailadresse positionieren? Ja, natürlich. Die finden mich aber ganz einfach bei meinem Namen, einfach
YouTube oder einfach in Google, die kommen zu meinen Kontakten. Ja, ich habe Kontakte und Telefone. So. Also wer sucht, der findet. Okay. Ja, für mich nur ganz wichtig, dass diese Sendung auch zu den Menschen kommt, die eigentlich dringendst diese Sendung sehen sollten, um einfach zu sehen, Hoffnung ist da und es könnte einen Weg geben, der gut geht und Besserung zeigt. Dr. Ute Meck, ganz herzlichen Dank. Alexander, gute danke Erholung auch. Und bitte, bitte leide nicht so nur wegen der heutigen Sendung, aber ich bin mir sicher, du hast was ganz, ganz Gutes ins Rollen gebracht. Gell? Danke für die Zeit. Dankeschön. Und lieber Arkadi Prokopov, ganz herzlichen Dank für diese Erläuterungen und wir zwei machen noch ein paar Sendungen mehr. Hä? Hoffentlich hat die Überraschung gepasst. Ich lasse euch nachher noch ein bisschen reden und alles Gute. Hä? Danke. Bis dann. Danke, Alexander. Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte seien Sie so gut und tragen Sie diese Sendung auch unbedingt weiter an die Menschen, die eben auch an solchen Symptomen leiden und dass sie wenigstens es sehen, dass die Mitochondrien darin ein wesentlicher Schlüssel sind zur Gesundheit. Und wenn man einfach mehr ATP hat, ist die Selbstheilungskräfte groß, viel, viel größer und man kann wirklich von der Basis aus nach oben arbeiten und die Gesundheit wieder anstoßen. Und sprechen Sie auch Ihren Arzt an, Ihren Therapeuten, der sich unbedingt auch diese Sendung mal anschauen sollte. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.